Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in Grimdawn. Wir sind hier stehen geblieben im Untergrundgefängnis. Wir gucken mal direkt weiter. Hier ist eine Tür, das große Eisentor. Werden wir mal öffnen, gucken, wo es uns hinbringt. Oh mein Gott, der Aufseher guckt ihn euch an. Hier, oh. Der spielt mit Magie. Ich muss aufpassen, muss in Bewegung bleiben. Könnte gefährlich werden. Stufe 25. Okay, der ist jetzt nicht so stark, sage ich mal. Hallo, hallo. Ich habe gerade die Flasche dahin geworfen. Aus einem guten Grund. Oh mein Gott. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Gut, dass ich Fernkämpfer bin und nicht nah ran muss. Das sind natürlich schon mal Vorteile. Aber er hat auch einen leichten Fernangriff und er macht einen Stunt. Halleluja, da muss ich echt aufpassen. Aber es zieht zum Glück nicht viel ab. Ja, komm, komm, komm. Oh, er ist tot. Oh mein Gott, Aufseher Krieg. Ja, oh mein Gott. Jetzt geht er richtig ab. Jetzt wird er richtig zornig. Hat er seine wahre Gestalt hier gezeigt. Hier einmal heilen. So, drauf da. Ja, komm, komm, komm. Hau mir Fernkampf Kraft rein. Ah, ich muss aufpassen. Den haben wir gleich, den haben wir gleich. Ja, die Fähigkeit ist nicht bereit, ich weiß. Eieieiei. Autsch. Sehr schön. Bossmonster getötet. 577 EP. Questfortschritt. Töte den Aufseher Krieg. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut euch an, was der für schöne Sachen gibt. Ich glaube, das riecht nach mehr. Den werde ich, denke ich mal, offline vielleicht noch ein paar Mal abfarmen, damit ich da was von habe. Und natürlich, wenn ich offline farme, werde ich euch natürlich auch dann präsentieren, wenn ich gute Sachen oder irgendwas gefunden habe. Mal gucken, ich werde es mir überlegen, ob es überhaupt was bringt. Ich werde es mir mal angucken, ob es überhaupt Erfahrungspunkte bringt oder so. Ob es sich lohnt, den abzufarmen oder nicht. Ah, hier gibt es ja noch eine große Truhe, die hätte ich fast vergessen. Missgestaltetes Bildnis. Geist erfordert. Ja, wieder was für Magier. Die Magier unter euch würden sich hier verdammt nochmal richtig toll freuen. Ich überlege auch. Das ist ja so eine Sache. Also ich überlege, ob ich vielleicht irgendwann auch mal. Man kann da, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann man dieses Spiel auch online spielen? Wir müssten das eigentlich mal ausprobieren. Ich glaube, man kann es auch online spielen, wenn ich dann so Sachen aufhebe, dass man vielleicht auch mal mit irgendjemandem spielen könnte zusammen oder untereinander Gegenstände austauschen oder sowas. Je nachdem, ich weiß es noch nicht, ob ich es überhaupt online mache, wenn man es online spielen kann, ob ich es überhaupt online mache. Ist jetzt nur so ein Blitzgedanke halt. So, wir gucken jetzt erstmal diese Notiz hier an. Sendeschreiben an Aufseher Krieg. Aufseher Krieg, entschuldigt diese runde Form der Kommunikation. Ich bin weit im Norden und es scheint, dass euch meine Gedanken nicht erreichen können. In den zukünftigen materiellen Korrespondenz werden wir unseren Wirtsnamen und gemeinsamen menschlichen Sprachformen verwenden. Ich schreibe, um eine Erklärung der jüngsten verwirrten Berichte über euren Verhalten zu suchen. Es ist wahr, dass ihr Menschen eingesperrt und dass ihr Menschen und einsperrt und foltert. Welcher Zweck steckt dahinter? Anscheinend beeinflusst das Verhalten eures Wirtes euer eigenes. Ihr müsst das unter Kontrolle kriegen und diese überflüssigen Aktivitäten einstellen. Eure Rolle ist es, unsere Labore
bei der Sammlung von Leichen zu unterstützen. Beschränkt euch auf die Parameter dieser Aufgaben oder ihr werdet abgerufen. Oder abberufen, ja. Ja, genau. Ja, der war nicht schlecht, ne, Freunde? Der war nicht schlecht. Oh mein Gott, wie das gerade gezerrt hat. 140 Rüstung. Ja, moin. Natürlich, Konstitution. Aber es fehlt nicht viel. Können wir mal an eine Seite legen. Das ist so ein Gegenstand, der mir gefällt mir schon sehr gut. Was haben wir hier? Eine Hose. 120. Okay, Energie ist mir egal. Raffinesse geht ein bisschen runter. Aber wir haben mehr... wir haben mehr Rüstung dadurch. Hier ist, glaube ich, noch... Die ist natürlich, wäre ich natürlich noch besser, ne? Wenn wir es schon so machen, können wir auch gleich auf richtigen Rüstungswert gehen. Dann nehmen wir doch lieber die mit 132. Ja. Okay. Die Armschienen, ja, die machten ja mal den physischen Schaden so weit runter. Da möchte ich auch wieder was mit mehr States drin haben. Okay, wir gucken jetzt mal. Wir müssen ja zurück. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen zurück in die Stadt gucken. Wir haben, ja, wir müssen erstatten, Captain John Bourbon. Den Bericht müssen wir erstatten. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Das ist es ja. Schauen wir mal. So, wo ist denn der Typ? Ah, der ist da drin. Okay. Okay, aber vorher möchte ich erst noch ein bisschen was verkaufen. Ja, weg, weg. Weg, weg, weg. Ich denke, das kann auch weg. Boah. Gute Frage. Das Amulett. Gesundheit. Was macht ein bisschen mehr Raffinesse noch? Ist ja schön, dass das alles so viel Raffinesse macht. Aber wir könnten sogar die Schulterplatten damit ansetzen. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an. Oh, es gibt noch mehr Raffinesse. Damit könnten wir die anderen beiden auch noch einsetzen. Und es gibt verdammt viel Rüstung. Das machen wir einfach. Warum nicht, ne? Oh mein Gott. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Aber... warum ist das nicht so gut? Ah, das macht auch Konstitution. Ah, ich verstehe. Gut, da kann ich das nicht abnehmen. Dann wenn ich das... hier drauf setze, dann haben wir nochmal Konstitution und einen Rüstungswert von, oh mein Gott. Aber das macht wieder weniger Schaden. Nee, dann werden wir das nicht nehmen. Ja, bei der Rüstung muss ich nochmal früher oder später gucken, wenn wir mehr Konstitution haben. Aber jetzt kann ich es noch nicht entscheiden, ob wir die nehmen. Das ist halt so eine Sache. Wir müssten halt irgendwie mehr mit Ringen und mit Amuletten aufstocken, damit wir irgendwie dann die Rüstungsteile einsetzen können. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie so gescheite Sachen? So irgendwelche Prozentsachen oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Das nicht, das nicht, das nicht. Nur 16 konnte. Es müssten so, wenn da so 16% stehen würden. Wäre das schon besser. So, hier ein Durchschlag. Wie ist das? Nee. Ich weiß nicht. Nee, das ist schon mal nicht so toll. Der hat hier auch noch Ringe. Gesundheitsregeneration. Plus 4 Raffinesse. Ah, da haben wir 4 Konstitution. Also das würde sich nicht
viel bringen. Das muss schon ein bisschen mehr sein. So 10% oder so. In irgendeiner Richtung. Aber ist hier nicht. Warte mal, haben wir noch gerade. Das kann ich auch noch verkaufen. Und das hier, ach, das sind die Halsketten. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein komischer Gegenstand. Wir haben natürlich hier auch noch einen Händler. Wenn wir genug Fraktionen, wenn wir in der Fraktion genug respektiert worden, aber das bringt ja jetzt auch, ja gut, das könnte schon hier oder da Prozente bringen, aber auch mehr nur auf Durchschlags und physischen Schaden und sowas. Ja, und dann plus Raffinesse, dies, das, da könnte man sich schon eine tolle Rüstung gönnen, aber es kostet halt auch alles Konstitution hier. Also wir müssen in Zukunft mehr auf Konstitution gehen. Alleine schon, ja, Raffinesse sind ja für die Waffen, also wenn wir dieses Set hier haben wollen, Teufelskopf, diesen Teufelsset, das ist schon, ja, das ist schon eine Hausnummer, da muss man schon gucken, wie man skillt, also Konstitution, Raffinesse ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, einen Moment. Wir machen an dieser Stelle einmal eine Unterbrechung und es geht beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dann.